Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Base. Mit mir, ich bin Puck und mit dem Augustus Caesar von Rom. Wir sind hier immer noch auf einer, wenn ich mich nicht ganz täusche, Kontinentskarte, aber das werde ich mal kurz bestätigen. Das müsste hier sein, oder? Genau. Sieht ein bisschen anders aus. Hier ist nämlich der Siegpokal und Kontinentskarte, genau. Übrigens auch mal hier die ganzen Optionen, die man einstellen kann. Aber das auch nur am Rande. Wir sind Augustus Caesar von Rom. Hatte ich schon. Und wir sind dabei zu expandieren am Anfang. Die Frage, die sich da stellt, ist nur wie, wohin und hm. Und zwar werde ich als nächstes erstmal Bogenschießen erforschen. Ich habe lange mit mir gerungen und habe eigentlich auch im Ziff-Forum eher dazu tendiert, Mystik zu erforschen für Kulturerweiterung mit Monumenten. Aber ich habe mir auch gedacht, hier sind überall Viecher und es gefällt mir gar nicht. Und wenn da erstmal die richtigen Barbaren kommen, also nicht diese Tiere, sondern die richtigen, dann fände ich es nicht schön, wenn ich dann unbewaffnet da stünde. Und deswegen habe ich mich einfach mal Kraft eigener Wassersuppe entschieden, Bogenschießen dazwischen zu schieben. So. Und jetzt haben wir auch endlich mal das von Cyber angesprochene Nahrungsding bekommen, wenn wir ein Tier besiegen. Jetzt hier nochmal zurück in die Stadt. So, das auch noch selber. Gucken wir doch mal nach. So, oh, ganz nett. Das nächste noch auf diesen Hügel, sehr schön. So, gucken wir mal. Was machen wir jetzt? Für diese Stadt schon mal hier die Eletröds ausbilden. So. Jetzt habe ich hier auch schon... So, als nächstes hauen wir hier noch einen Siedler raus. Genau. Ein schneller Bautrupp, ein indischer. Wie cool ist das denn? Jetzt mal ohne Witz, das ist geil. Also, das ist wahrscheinlich dieses Kreative, dass man ab und zu eine andere Einheit ausbildet. Von eine UU von anderen Ländern. Das finde ich saugeil. Gut. Die nächste Stadt muss ich mal kurz überlegen. Grübel. Würde grundsätzlich mir hier passen. Hätte Schweine, hätte auch ein, zwei Hügelchen, könnte also halbwegs vernünftig arbeiten. Ja. Und vor allem würde ich damit auch hier den Barbaren so ein bisschen die Luft abdrücken. Das heißt, wir bauen jetzt einfach mal schnell zwei Straßen. So, jetzt habe ich... Ich könnte den jetzt hier rüberziehen und ich könnte mit dem hier erkunden. Ich werde mal mit dem zurückziehen. Ganz einfach, hier habe ich genug erkundet, zumindest um die nächsten ein, zwei Städte zu planen. Der Gegner scheint ja nicht so nahe zu sein. I hope. Sprach er und wurde in der nächsten Runde überrannt. Ja, ich weiß, das ist dann wahrscheinlich immer wieder PP und shit happens. So. Aber schneller Bautrupp finde ich schon cool eigentlich. Ah, der nächste, der gekommen ist. Verzing Getorix. Was ist der? Aggressiv diplomatisch, okay. So. Von wo ist er denn gekommen? Keine Ahnung. Muss er mir vorbeigelaufen sein. Also entweder hier unten an der Ecke vorbeigelaufen oder hier oben. Wieder ins Off. Gucken wir uns aber erstmal an, was denn seine Fähigkeiten so sind. Gucken wir doch mal, Staatsoberhaupt, da kommen. Also, ich bin auch clever, ich muss natürlich dann auch hier noch mich durchklicken. Wer jetzt hingeht, durch. Aggressiv, minus 25%. Produktionskosten für Militär, minus 25% Unterhalt für Einheiten.
Plus 50% Gold bei Stadteroberung. Freie Bewertung Scharmützler. Was macht das? Plus 1 Bewegung nach Kampf oder Plünderung. Okay. Und Bauboost für Helden. Wie? Das ist schon... Das ist eine krasse Sache eigentlich. Also muss man mal zugeben. Aggressiv wurde damit enorm aufgewertet. Hey. Um zu sagen, dass es Imba ist, kann ich noch nicht tun. Ich kenne diesen Mod noch nicht gut genug, aber es wurde auf jeden Fall stark aufgebessert im Vergleich zu Beyond the Sword, dass es auch eine wirtschaftliche Komponente bekommt in dem Zusammenhang. Finde ich gut. Diplomatisch. Bei jedem Ära-Wechsel wird einer ein großer Staatsmann geboren. Keine Ahnung, was das ist. Werde ich mir gleich mal angucken. Plus 100% Forschungsdiffusion. Ja. Ihr mich auch. 100% Forschungsdiffusion. Cyber, Rutsiv, wer auch immer. Bitte um Erklärung im Forum. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich muss zugeben, Diffusion kann ich mir irgendwie grob herleiten, aber ich weiß jetzt effektiv nicht, was mir dieser Punkt bringt. Wahrscheinlich ist das sau stark, aber ich kann es nicht erläutern. Plus ein Handelsweg in allen Städten ist mir schon wieder deutlich geläufiger. Baugeschwindigkeit für Hafen, Zoll am Flughafen. Und 100% für Senat. Okay, was macht Senat? Zwei freie Spezialisten allgemein und dafür noch ganz, ganz viele Slots, die man frei verwenden kann. Okay, das ist natürlich cool. Und Staatsmann wollte ich noch gucken. Hier. Für alle anderen unsichtbar, so wie ein Spion quasi, ein großer. Aufstellung unterstützen, Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe? Okay. Friedensstiften auch. Damit kann man quasi dieses Event machen. Ah, cool. Gehe ich mal von aus. Dass man es damit aktiv triggern kann bei anderen. Oder bei sich selbst wahrscheinlich auch, wenn man es braucht. Kann mobilisieren. Ist mobilisieren sowas wie eine Großrekrutierungsaktion, dass jede Stadt dann irgendwie eine Einheit bekommt oder so? Oder ab bei größeren Städten noch mehr? Ich weiß nicht. Okay, kann eine Räder die Nation halten. Kann Söldner heuern, Welthandelsmission führen. Cool, klingt auf jeden Fall sehr mächtig und da wäre ich mal dankbar für eine Erläuterung. Dass ich da mich jetzt nicht durch die ganzen Tooltips oder Zivilopädien graben muss. Schieße keinen Pfeil, der zu dir zurückkehren könnte. So, als nächstes gehen wir jetzt wirklich auf Mystic für Kotzerweiterung, wollte ich gerade sagen. Nein, Kulturerweiterung natürlich. Genau. Und ja, ich gucke mir auch gerne die Zivilopädie an, damit habe ich gar kein Problem, aber das jetzt hier in einem Let's Play zu machen, kann man im gewissen Rahmen tun. Aber irgendwann wird es dann auch einfach nur doof, wenn man dann jeden kleinen Spaß, nicht unnötig, aber nachguckt hier in den Buch, während man eigentlich spielen wollte, um die Leute zu unterhalten. So. Das Ganze jetzt nochmal mit dem Sträßchen anschließen. So, das heißt, jetzt müsste mich die Bergziege angreifen. Tut sie aber nicht. Cool. Aber dass das hier nur eine kleine Landenge ist, gefällt mir natürlich tatsächlich sehr gut. So, als nächstes baut euch mal hier einen Bogenschützen. Ein Joe No. Was kann denn ein Joe No? Kann Geländeausbauten richten. Gucken wir doch mal kurz. Was ist ein Joe No? Speziell Mali kann Gelände errichten. 25% schneller als andere Einheiten. Das ist doch nice. Das ist very nice. So, damit habe ich jetzt auch alles Wichtige aufgedeckt. Und jetzt lieber zur Bergziege hin. Genau. Dann verschanzt du dich da unten mal. Mit ein bisschen Glück kannst du dann hier unten die Ecke nicht barb frei halten, aber zumindest annähernd frei halten. Wie hat er es eigentlich... Ach so, weil deine Straße... Ich dachte schon, wie hat das Ding geschafft durch den Wald? Innerhalb von einer Runde... Faszinierend. Übrigens, ich holze jetzt den Wald ab, nicht weil ich hier nach den nächsten Siedler beschleunigen will,
Was natürlich auch eine coole Sache ist grundsätzlich, aber ich möchte gleich ganz einfach Mystic Stonehenge bauen. Hat uns den Begriff der Götter selbst gegeben. Denn, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin ein faulfeiges Schwein in der Hinsicht. Zack, Stonehenge wird gebaut. Schnell noch anerkennen lassen. Zack, dass das Feld auch dazu gehört. Ach nee, ich muss erst Kumai gründen. Jetzt den Bogenschützen bauen. Und jetzt nochmal das Feld zurückerkennen lassen, genau. So, jetzt ist das gemacht. Übrigens forsche jetzt auch TZ, damit ich eben jene Schweine anschließen kann zum Beispiel. So. In einem Fernland wurde die Stadt Tolosa gegründet. Ja, gut. Übrigens, warum wird so ein Feld bitte genutzt? So, besser. Viel, viel besser. So. Damit ist der erste Wald gefallen. Der erste Bogenschütze wird gebaut. Wir bauen noch einen. Ein Plänkler. Was kann der denn Tolles? Ah, und zu viel Überschuss. Plus dann Erstangriffen. Also, so wie die normale Plänkler-Unit halt ist. Ich finde das sehr lustig und sehr witzig, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich weiß das jetzt nicht, das, was man sagen sollte dazu, aber es ist so. Ist ganz nice. So, gehört auch noch hierzu. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir auch das. Das heißt, wir können jetzt nur... Nee, ich traue dem Braten gar nicht. Gar nicht. So. Das war natürlich doof, dass ich ihn hingezogen habe, aber trotzdem, er müsste gewinnen. Mit ein bisschen Glück hätte ich auch Hügelverteidigungsbonus. Es könnte reichen. Jawohl! Hoffen wir mal auf unser Glück. So. Bald haben wir auch schon Tierzucht, da freue ich mich schon drauf. 70% reicht mir in der Hinsicht noch nicht aus. 85% reicht mir aber. Jungs, das sind Bergziegen. Okay, die sind jetzt nicht ganz so stylisch umgefallen, wie ich es erwartet hätte, aber Sieg ist Sieg. Man will da ja nicht wählerisch sein. Minus 25% Modernisierungskosten? Hä? So. Egal. Der Hügel ist gut, verschanzt du dich mal drauf. Damit dürfte hier der Durchgang dicht sein, so gut wie. Und zum Abschluss des Turnsets haben wir uns auch noch ein Weltwunder gegönnt. Yes, sir. So muss das sein. Nein, das ist doch mal wirklich schön. Das gefällt mir. Damit haben wir Stonehenge errichtet und müssen uns keinerlei Sorgen mehr machen um Kulturerweiterung. Und ganz nebenbei, die Fanfare eben kam etwas überraschend, aber schön. Passte. Hat meine Stimmungslage ganz gut wiedergegeben. Und jetzt sehen wir auch auf der Welt, wo wir sind, nämlich im Nordwesten. Okay, gut zu wissen. So. Dann baut jetzt erstmal eine Hütte. So, und der Speer ist noch hier. Elefanten, ach du Jemine. Okay, da unten sollte nichts mehr kommen. Spätestens mit der KE ist da dicht. Gut, dann kannst du jetzt in diesen Wald. Als nächstes baue ich erstmal noch einen Bautrupp. Hier kann man wachsen jetzt mit dem Kornkämmerchen. Oh, schade, ist nur ein normaler Bogenschütz. Oh, ohne Witz. Oh. Gut, das sollte reichen. Das heißt, einen kann ich noch schon hier ziehen, um da zu verschanzen. Jetzt geht es ja wirklich darum, hier schon mal ein bisschen Land abzusichern mit Kulturerweiterungen. So. Und auch mit Fogbustern. So, das soll es auch gewesen sein für diese Episode. Wir haben viel geschafft. Wir haben jetzt den Getorix noch getroffen, habe ich kurz erklärt. Wir haben zum ersten Mal wirklich Glück gehabt mit dem Kreativ-Trade. Wir haben nämlich ein paar
oder einen Joe No, einen indischen Bautrupp und einen Plänkler gemacht, obwohl das eigentlich gar nicht zu Rom passt. Finde ich etwas verwirrend, vor allem in der Frühphase, aber warum nicht? Soll ja auch mal überraschend sein. So, als nächstes. Warum ist Kumei eigentlich schon auf 2? Ach, bestimmt wegen den Tieren, die ich eben getötet habe. Sehr schön. Ansonsten haben wir auch bald schon Tierzucht erforscht. Nebenbei haben wir noch Bogenschießen und Mystik schon erforscht und Stonehenge halt gebaut. Es läuft also eigentlich, soll mir ganz recht sein, gefällt mir. Ich warte noch auf die ersten menschlichen Barbaren, aber die werden wahrscheinlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen guten Tag. Bis denn, see you, bye.